Herzlich willkommen bei Sweet Amaus Campusleben. Die Zeit auf der Schulbahn liegt bereits eine Weile hinter dir und du kehrst in die Stadt zurück, in der du einen Großteil deines Gymnasiumszeit verbracht hast. Triff alte Freunde wieder und bereite dich emotional schon mal auf eine neue Bekanntschaft vor, die dein Herz ganz schön aus dem Rhythmus bringen könnten. Klick auf den Bus in die Stadt, um jederzeit zwischen Season 1 und Season 2 zu wechseln. Und damit begrüße ich euch zu meinem zweiten Projekt von Sweet Amores, Sissy Angel im Campusleben. Ich werde kurz mal anmerken, wer sich dieses Video nicht ansehen will, wegen Spoilerwarnung, schaltet jetzt bitte ab. Genauso auch für diese Leute, die meinen beim Infovideo. Ich mache das, was ich ankündige. Wenn einige meinen, oder keine Ahnung, wie viele das jetzt schon geschrieben hatten, mir sagen zu müssen, dass ich es nicht tun soll, wegen etc., etc., dann sage ich nur eins. Es ist mein Kanal, es sind meine Projekte, worauf ich Lust habe. Wenn du dieses Video nicht sehen willst, warum auch immer, und du gar keinen Bock auf diese Story oder dieses Spiel hast, dann lass es ab jetzt sofort sein, dieses Projekt anzuschauen. Weil ich werde sowohl Sadako als auch Sissy Angel spielen. Und wenn es jemandem nicht passt, er weiß, wie ein Video auszugehen hat, bitteschön, aber für diejenigen, die sich dafür interessieren, was für Wege und Entscheidungen man machen kann, die sind herzlich willkommen, sich das anzusehen. Und ich mache Let's Plays nach wie vor, worauf ich Lust habe und was mir Spaß macht. Es ist mein Hobbykanal und es ist mein Hobby zu zocken. Akzeptiert es oder lasst es bleiben. Und alle, die neu dazugekommen sind, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und hier ist schon mal der Beginn unseres Games. Also Sissy hat natürlich blaue Haare gehabt. Augen kann man anscheinend hier ändern jetzt. Ich meine, sie hatte pink, dunkelpink oder so gehabt. Ich glaube, das war die. Und es gab ein paar Probleme anscheinend bei der Website. Wahrscheinlich, weil sehr viele auf dieses Spiel zugreifen wollten, nachdem es veröffentlicht wurde. Und ja. Ich bin jetzt eigentlich froh, das mal aufnehmen zu können. Was ich neben Sweet Amores auch geil finde, dass es eine Fortsetzung gibt. Ich werde mich überraschen lassen, was man halt damit so alles erreichen kann, machen kann. Ja, die Lippen kann man nehmen. Make-up. Du hast noch kein Avatar in deiner Kategorie, okay? Okay, so. Ja, die Hautfarbe hatte sie gehabt. Fortfahren. So. Ja, fortfahren. Machst du's? Bitte? Ich hab's fertig. Okay. Anscheinend lädt es jetzt. Was kann man noch dazu sagen? Also, ich habe gehört, dass das System hier auch anders sein wird als bei Sweet Amores. Man kann kostenlos die Räume wechseln. Wie es aussieht, scheinen die Ambitionen des Spielqualität zu beeinträchtigen. Möchtest du deaktivieren? Es ignorieren. Kann man immer noch machen. Jedenfalls, man kann, soweit ich jetzt von anderen gehört habe, dass man man kann die Orte jetzt kostenlos wechseln, aber die Dialoge kosten jetzt APs. Und man hat jetzt eine Mindestzahl, wie viel APs man maximal haben darf. Bis zu einer Summe von 1000 APs erhältst du, bis zu einer Summe von 1000 darf man nur noch haben. Also jetzt nicht mehr so unendlich, wie oft du sammelst. Und Geld kriegst du nur noch 5 Dollar pro Tag. Was ziemlich mies ist, wenn man sich Klamotten kauft. Auf jeden Fall, ja. Aber machen wir erstmal weiter. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich nochmal in diese Schule zurückkommen würde. Als mein Vater versetzt wurde, musste ich mit meinen Eltern hier herziehen. Nach dem Abi dachte ich, meine Zeit hier wäre endgültig vorbei. Unter all den Masterstudiengängen, die in Kunstgeschichte angeboten werden, musste ich natürlich ausgerechnet den wählen, der mich wieder hierher verschlägt. Es gibt schon ziemlich überraschende Zufälle. Hallo, mein kleiner Liebling. Willkommen in der Anteros Academy University. Okay. Tantchen, was machst du denn hier?
Wir haben ja schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, das stimmt. Du hast mir gefehlt und ich kann dich in deinem letzten Jahr an der Uni doch nicht allein lassen. Weiter. Hast du schon Zeit, dich ein bisschen in der Stadt umzusehen? Nein, nicht wirklich. Ich bin gerade erst angekommen. Ich spiele zum ersten Mal Sweet Amoris. Ich kenne mich schon ein bisschen aus. Ich war doch früher Schülerin auf der Sweet Amoris. Erinnerst du dich nicht mehr? Ich habe Sweet Amoris 1 gespielt, natürlich das erste. Das ist das zweite. Nicht das erste. Stimmt, ich werde damit nicht wirklich vergesslich. Du wirst sehen, die Stadt hat sich ziemlich verändert. Ja, das habe ich gemerkt. Erinnerst du dich auch sicher noch an deine frühen Mitschüler? Klar, ich habe hier ziemlich viel erlebt. Meine Mitschüler vergesse ich sicher doch nicht so schnell. Das glaube ich gern. Du hattest doch einen Freund, als du auf Sweet Amoris warst, oder? Ja, das war Lucinda. Und ihr seid nach dem Abi in Kontakt geblieben? Wir haben uns aus den Augen verloren. Wir sind in verschiedene Städte gezogen, hatten andere Freunde. Verstehe. Ich bin sicher, du wirst hier schnell neue Leute kennenlernen. Ja, ich bin schon gespannt auf die Uni. Okay. Ist das ein Fehler? Ja. Zuerst erkläre ich dir die Grundlagen des Spiels. Einverstanden? Ja, bitte. Sehr gut. Fangen wir mit den API an, den Aktionspunkten. Dank ihnen kannst du Dialoge führen und so im... Also das, was ich schon gerade erklärt hatte. Dank ihnen kannst du Dialoge führen und so im Spiel weiterkommen. Natürlich werden dir diese ab der nächsten Episode abgezogen. Okay. Die Anzahl deiner Aktionspunkte wird dir oben auf dem Bildschirm angezeigt. Sie nimmt ab, wenn du dich mit anderen Figuren unterhältst. Du bekommst täglich 20 AP, sobald du dich im Spiel einloggst. Wenn deine AP verbraucht sind, musst du auf den nächsten Tag warten oder du kannst in der Bank neue kaufen. Weiter. Hast du alles verstanden? Ja. Natürlich haben wir alles verstanden. Ist ja nicht schwer zu verstehen. Ne? Sehr gut. Noch ein wichtiger Hinweis. Du kannst dich im Spiel zwischen den Orten hin und her bewegen, indem du auf die entsprechenden Symbole klickst. Weiter. Es kostet dich keine KP, dich zwischen den Orten zu bewegen, aber du brauchst AP, um neue Dialoge freischalten zu können. Ist das verständlich? Ja, alles klar. Ich kann das nicht ganz folgen. Kannst du es nochmal sagen? Ja. Na dann, lass uns im Gebäude für Kunstgeschichte weiterreden. Komm mit, ich folge dir. Da wären wir. Siehst du, das war doch gar nicht so schwer. Ja, das stimmt. Hier wimmelt es nur so von schnuckligen Küken. Wenn du da nicht den richtigen findest, Tantchen. Apropos lieber, kennst du schon diesen Balken auf der rechten Seite? Ja, das ist Lobe Möter, das kenne ich schon. Nein, wozu dient der? Natürlich kennen wir das schon. Sehr gut. Dann kann ich ja schneller als geplant wieder zu meiner eigentlichen Aufgabe zurückkehren. Weiter. Fast hätte ich jetzt vergessen. Du hast auch dein eigenes Geld, die Dollar. Ja, das weiß ich schon. Kann ich jetzt gehen? Und die Dollar, was kann ich damit tun? Natürlich wissen wir, was wir damit tun können. Ach, sag doch gleich, dass meine Gesellschaft lustig ist. Nein, natürlich nicht. Aber ich kann es kaum erwarten, die Leute hier kennenzulernen und die Uni anzusehen. Vergiss nicht, dass du täglich beim Einloggen 5 Dollar hältst. Falls du mehr benötigst, kannst du zur Bank gehen. Ja, danke, Tantchen. Ja, danke, Tantchen. Am Ende jeder Episode kannst du ein Date mit einer Person haben, mit der du dich am besten verstehst. Es gibt also jeweils mehrere mögliche Enden. Und sie hängen von deiner Entscheidung ab. Verstehe. Wenn du die Möglichkeit zu einem Date bekommst, musst du allerdings erst noch das richtige Outfit wählen, das der Person gefallen könnte, und den richtigen Dialog auswählen. Erst dann kann das Date auch tatsächlich stattfinden. Alles klar? Ja, ich glaube, das ist machbar. Vielleicht kannst du es mir noch einmal wiederholen. Natürlich das Erste. Wenn du das schaffst, ein Date zu bekommen, erhältst du eine Illustration von einem besonderen Moment mit deinem Schwarm. Es ist also wichtig, dass du die richtige Antwort wählst. Weiter. Gut, ich bin fast fertig. Weißt du, wozu die Weblist dienen? Nein. Kannst du mir das bitte erklären?
Damit kann ich die Episode noch einmal spielen und andere Gesprächsinformationen wählen. Ja, das weiß ich. Ich habe dich wirklich unterschätzt. Ich habe es dir doch gesagt, ich bin wirklich bereit. Super, aber bevor ich gehe, bräuchte ich noch kurz eine Hilfe. Ich muss eben noch mein Armband irgendwo in der Nähe verloren haben. Kannst du mir helfen, es zu suchen? Ja, gerne. Tantchen, ich komme zu spät zum Einschreibungstermin. Ja, das hast du. Wie du siehst, wird es dir die Aufgabe nun zu deiner Seite angezeigt. Du kannst sie jederzeit ansehen, wenn du Zweifel hast oder nicht genau weißt, wo du hingehen sollst. Okay. Die Aufgabe wird aus dem grünen Balken an deiner Seite angezeigt. Wenn du darauf anklickst, werden dir alle Aufgaben gezeigt, die du schon heute schon erledigt hast. Und die noch zu erledigen sind. Sehr gut, danke. Ich mache mich gleich auf die Suche. So, da haben wir das Armband. Hast du es gefunden? Ja, hier ist es. Vielen, vielen Dank. Als Dankeschön schenke ich es dir. Das ist aber nett von dir. Du findest all deine Kleidungsstücke und Accessoires in deinem Kleiderschrank. Alles klar. Und wo finde ich den Kleiderschrank? Das wissen wir eigentlich, ja. Jetzt bist du dran, mein kleiner Liebling. Solltest du einmal nicht weiterkommen, schau einfach unter Hilfe nach. Dort findest du die Antworten auf die häufigsten Fragen. Solltest du in der Hilfe keine passende Antwort finden, kannst du auch den Spieler sofort kontaktieren. Weiter. Und das ist richtig, ganz viel Spaß. Danke, Tantchen. Okay. Oh, mein kleiner Liebling ist bald mit der Uni fertig. Das ist wirklich rührend. Ich glaube, ich muss heulen. Tantchen, übertreib mal nicht. Das ist ein ganz normales Jahr in der Uni. Toi, toi, toi. Hier, nimm das als kleine Unterstützung. Sie hat mir 100 AP gegeben. Danke, Tantchen. Und jetzt zieh vielleicht das nächste Mal ein etwas unauffälliges Outfit an, wenn du herkommst. Keine Sorge, die Leute sehen uns nur an, weil du so hübsch bist. Das habe ich zu meinem Zweifel. Ich gehe regelmäßig auf den Campus spazieren. Es könnte sogar sein, dass wir uns in jeder Episode begegnen. In dem Fall solltest du wissen, dass ich immer ein exklusives Geschenk für dich dabei habe, das du sonst nirgends finden kannst. Danke, Tantchen. Bis bald. Episode beenden. So, das war jetzt die Einführung. Und man sieht, sie haben wirklich wieder, für diejenigen, die gar nicht wussten, wie es mit der Morris geht, haben die es anscheinend nochmal erklärt. Ich denke mal schon, dass sie es auch wegen der Änderung des Systems nochmal erklären wollten, aber das meiste ist eigentlich gleich geblieben. Also zumindest das Geld, also wie man einkauft und etc. Und ich finde persönlich die Designs und Animationen echt cool. Nur ist es ein bisschen ungewohnt, sagen wir mal, ne? Aber ja, wir sehen uns dann in der ersten Episode dann. Bis bald!